Entschuldigung, ich mache für euch. Ja, ja, ist kein Problem. Herzlich willkommen im Online-Teaser. Das, meine Damen und Herren, ist Thomas D. Und neben ihm sitzt Essimo.io von den Fantastischen Vieren. Und das ist ihr Applaus. Und das hier Alben dürfen wir nicht zu lange zeigen wegen Schleichwerbung. Es gibt auch noch andere. Es gibt auch noch andere gute Bands. Es gibt die Underberg Boys. Die Underberg. Und die kleinen Feiglinge. Es gibt auch noch andere gute Bands, die Pepsi Girls und so weiter. Also nicht nur, die gibt nicht nur die Fantastischen Vieren. Heute Abend seid ihr zu Gast im Neo Magazin Royal. Und es wird eine schöne Sendung. Es ist sehr warm. Sehr total heiß warm. Zurzeit. Heiß. Das ist hot. Hashtag aber auch lautet Disco-Käse. Wir haben uns heute in der Redaktion überlegt, Disco-Käse, dass überhaupt mit Käse viel zu wenig gemacht wird. Erst wollten wir Duschkäse machen, weil wie oft steht man unter der Dusche und denkt sich, jetzt ein Käse. Das wäre schön. Ja. Ne? Also mit so einem Loch durch und mit so einer Kordel. Oder so ein Käse am Stiel. Ja, es gibt ja auch den Käse, den man in Spaghetti-Teile ziehen kann und dann kochen quasi. Ja, und wir haben uns für Disco-Käse entschieden, weil das Disco-Erlebnis allein schon gut, aber mit Käse. Oh. Trinkkäse, Käsesmoothie. Frau Antje in der Disco, Alter. Disco-Käse. Wir reden heute Abend auch so ein bisschen über eure unterschiedlichen Fortbewegungsarten. Du, berühmt geworden als Wohnmobilkäufer. Yeah. Bei dir weiß man, du... Wohnmobilreisender auch. Ich hab's nicht nur gekauft, ich hab's auch benutzt sogar. Und mittlerweile nicht mehr so? Nee, nur kaufe ich's nur noch mittlerweile. Sammler. Benutzt das nicht mehr. Du mit Flugzeug? Ja. Ja. Auch gekauft und benutzt. Muss man schon. Das ja, ich kaufe nur benutzte Flugzeuge. Besser ist das. Ist ein bisschen billiger als neue Flugzeuge. Ist es, ist es ein richtiges mit Düsen oder mit Propeller? Turboprop? Es ist ein falsches mit einem Propeller. Das sind ja verschiedene Antriebsmöglichkeiten. Das ist entweder Ottomotor oder eben Turbine als Drehmoment und dann entweder so ein Mantelstromwerk quasi, wie es bei einem Jet zu sehen ist. Oder eben dort auch ein Propeller drauf. Aber ich habe zwei Vierzylinder jeweils links und rechts mit einem Propeller vorne drauf. Druckkabine? Nein. Das heißt, du kannst nicht über eine bestimmte Höhe. Doch, ich habe so eine Kanüle, die ich dann einsetze. Dann sehe ich so, komme ich so vor wie so ein russischer Kosmonaut. Aber eigentlich sieht es mehr so aus wie jemand, der sein Leben lang schon viel geraucht hat. Ja, ernsthaft? Du kannst mit so einer Maske dann wirklich. Sauerstoff, ja. Ja, bis zu einer gewissen Höhe. Und die Turbos von den Motoren, die nehmen auch, die behalten auch den Druck aufrecht, wie er auf Meereshöhe ist. Ungefähr. Das hat natürlich auch Grenzen. Hat auch seine Grenzen. aber man kommt damit schon relativ hoch. Heute Abend habt ihr also die Möglichkeit, den Flugschein zu machen bei Smoodo. Also alle Leute, die Sendung heute Abend schauen. Theorie bekommen quasi hinter ein Stempelchen ins Heft und neben dem Seepferdchen dann den Flugschein von Smoodo. Wir werden heute Abend vielleicht singen, vielleicht spielen. Es wird vielleicht sehr warm. Seepferdchen und dann das Fledermäuschen. Das Fledermäuschen wäre schön, das Papierfliegerchen. Das wäre ganz geil, wenn es einen Kinderflugschein gäbe. Zum Papierflieger. Ich habe schon den silbernen Papierflieger. Tatsächlich darf man vorher fliegen, bevor man Auto fahren darf. Man darf schon mit 17 Segel fliegen. Wirklich? Ja. Und ja. Kinder kriegen darf man, ohne dass man überhaupt einen Schein machen muss. Ja, finde ich auch verrückt, ne? Wirklich? Da könnte man echt einen brauchen. Ja, wirklich? Ist ja viel mehr Verantwortung als Eltern, als du jetzt als Autofahrer zum Beispiel hast. Ja. Du musst Prüfungen machen. Wenn du dir dann vorstellst, dass deine Kinder irgendwann mal Auto fahren, das ist ja auch quasi in deiner Verantwortung noch. Oh Gott. Dann lieber also mit Kaplersteinen, bis sie 19 sind. Ja, bewerfen mit Kaplersteinen. Oh, wie viele Kaplersteine sind nochmal zusammengelegt? Genau 34.800. Fünf. Achso. Fünf Kaplersteine. Und wie heißt nochmal Vorhautverengung? Was? Paraphimose. Also, für jeden, was dabei heute Abend. Alles klar. Es kann sein, dass heute Abend. Wir heilen heute Abend mit Kaplerstein Vorhautverengung und wir werden uns über Flugzeuge unterhalten. Es wird eine sehr interessante Sendung. Seien Sie mit dabei um 22.23 Uhr in ZDF Neo. Morgen Nacht im ZDF Hauptprogramm um 4 Uhr morgens und um 20.15 Uhr in der Mediathek. Da sind die Coolen sowieso im Internet. Mit Smoodo und Thomas D. von den Fantastischen Vier. Schalten Sie ein, es lohnt sich sehr.